Chinesische Behörden reagieren mit Härte auf die umfangreichste Protestwelle seit mehreren Jahrzehnten. Hier in Shanghai ist das Handy einer Passantin kontrolliert worden. Ob diese Durchleuchtungen willkürlich stattfinden, ist unklar. Jedenfalls geraten zunehmend auch Personen aus dem Ausland ins Visier derjenigen, die die staatliche Null-Covid-Politik teilweise gewaltsam umsetzen. Das erlebte der Schweizer Journalist Michael Peuker. Er wurde nach einem Live-Bericht über die Demonstrationen verhört und kurz danach wieder freigelassen. Und das chinesische Außenministerium beschuldigte den britischen BBC-Journalisten Ed Lawrence, die nationalen Regeln für die Berichterstattung nicht eingehalten zu haben. Der betreffende Journalist hat sich nicht als Journalist zu erkennen gegeben und er hat seinen Presseausweis nicht freiwillig vorgelegt. Die örtlichen Ordnungskräfte haben die Anwesenden zum Verlassen des Ortes aufgefordert. Diejenigen, die sich weigerten zu kooperieren, wurden dann abgeführt. Die Demonstrationen gegen die Regierung haben sich über mehrere Nächte hinweg auf das ganze Land ausgebreitet. Zunächst richteten sich die Proteste gegen die Lockdown-Maßnahmen, aber auch gegen die autoritäre Herrschaft von Präsident Xi Jinping. Im Moment ist es definitiv so, dass die Regierung auf diese Art von härteren Maßnahmen zurückgreift und es ist unvorstellbar, dass sie versuchen wird, das Problem durch einen Rückzieher oder eine Änderung der Politik zu lösen. Das ist nicht der Stil von Xi Jinping und es wird ihnen sowieso nichts nutzen. Die Wut über Pekings Null-Covid-Politik mit umfangreichen Einschränkungen hat sich aufgestaut und sucht sich jetzt Ventile. Auslöser war ein tödlicher Wohnungsbrand. Viele machen die Corona-Maßnahmen für das als zu spät empfundene Eingreifen der Rettungskräfte verantwortlich.